Der A Link to the Past, Rook-like, ist wieder da, Leute. Es geht weiter. Wir starten mal wieder in eine weitere Runde. Ihr habt es so gewollt. Ich habe euch gefragt und viele, viele Leute haben gesagt, ey, mach das weiter. Das macht so mega fun, wie du das machst. Wir starten heute auch mal direkt als Link, würde ich sagen, rein ins neue Abenteuer. Mal wieder eine völlig random generierte Map. Für alle, die neu sind, schaut euch die alten Videos an, die in der Playlist in der Videobeschreibung verlinkt sind. Da erfahrt ihr alle nützlichen Infos über das Game. In der ersten Pilotfolge vor allem. Und ich habe nur 4 Bomben bekommen. Was ist das denn? Ich bin traurig. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ihr habt mir wieder viele, viele Tipps und Kommentare gegeben, die ich in diesem Run berücksichtigen werde und die mich hoffentlich heute in dem Run zum Sieg führen. Ich bin mal gespannt. Bin heute ein bisschen übermüdet. Wow. Okay. Hier kommen wir wieder raus später. Bin mal gespannt, wie es klappt. Ich hoffe, dass wir mit euren Tipps, die ich jetzt so mittlerweile alle gesammelt habe, gut durch die Welt komme. Aber ich bin guter Dinge. Ja, ja, ja. Kohle. Gib mir Kohle. Der war schlecht. Das fängt gar nicht gut an. Ah, aber ein Herzen kriegen wir gleich. Ihr habt unter anderem geschrieben, ich soll mal versuchen, wenn hier so Blöcke sind, dass ich mal versuche, einfach ein paar Steine zu verschieben. Mal gucken, ob welche kommen. Weil da kann wohl auch sein, dass da öfter mal einfach eine Schatzkiste auftaucht. Und das ist eine super auffällige Stelle gerade. Da werden wir auf jeden Fall mal eine Bombe hinlegen. Aber blöd, wir haben nur 4 Bomben bekommen. Das macht mich echt traurig. Normalerweise starten wir mal so mit 6-7 rein. Dafür jetzt 60 Rubine und eine schöne Banane. 3 Herzen kriegt man dafür. Wundervoll. Ja, Leute. Ihr habt mir auch voll nett, weil letzte Folge war ja so mein Geburtstagspart. Voll viele gratuliert. Ich wollte mich nochmal inständig bei allen bedanken. Obwohl, inständig bedanken. Ich meine, entschuldigt sich ja inständig. Ich wollte mich nochmal bei allen bedanken für die Glückwünsche. Ich denke aber, ich habe auch allen geschrieben oder zu ziemlich allen. Falls ich das noch nicht geschafft haben sollte, tut es mir leid. Dann wird das auf jeden Fall noch nachgeholt. Aua. Oh ja, wieder Kohle. Ah, 100 Rubine? Sind schon nicht schlecht. Und da kriegt man die nächste Schatzkiste. Ja, bam. Mit, da ist der Schlüssel, okay. Hi. Zack. Und tschüss. So, ja. Ich hoffe, ich kann euren Tipps heute nachkommen. Ihr habt mir auch viele andere Tipps noch geschrieben. Wir schauen mal, wie es läuft. Und ob wir heute Arcanum wegklatschen können. Ich sag mal, wir sind jetzt schon zweimal zu Arcanum gekommen. Das ist ja nicht schlecht. Das kriegen wir soweit auch hin. Nur wie wir es dann umsetzen, das ganze Geplänkel, das ist entscheidend, denke ich. Okay, bevor wir das Level hier verlassen, kriegen wir nochmal eine Schatzkiste mit einem Quarz. Ihr habt mir auch geschrieben, es gibt eine Liste, wie wertvoll so ein Edelstein ist. Ich habe da natürlich direkt mal nachgeschaut und habe mir mal ein Foto davon gemacht. Und man kann wohl je nach Gegenstand was Bestimmtes bekommen. Quarz ist zum Beispiel mega nicht wertvoll. Ist nicht wertvoll, ist der unwertvollste Gegenstand. Später kann man durch bestimmte Gems, die man dann benutzt, Ringe und so weiter bekommen. Und bestimmte andere Ausrüstungsgegenstände, aber der Quarz ist eigentlich der schlechteste. Das heißt, da können wir schon mal sagen, hier, der kann dann weg, wenn wir jetzt ein besseres Item finden sollten oder wenn wir Platzprobleme haben. Mein Gott, ist das dunkel. Okay, wir haben... Ich gehe erstmal nach unten. Okay, hier können wir so einen manifestieren. Und erstmal Fledermäuse am Start. Nein. Zack. So, ich glaube, das könnte was sein hier. Nein! Was? Da ist nichts? Das ist so mittig. Vor allem, ich habe nur noch eine Bombe. Das ist echt traurig. Da hätte ich jetzt echt schon Pech, ne? Mit den Bomben haben wir echt schlecht reingestartet. Und hier ist noch ein goldener. Bisschen Mana. Okay, hier gehen wir wieder zurück. Okay, das... Das muss aber was sein. Das ist so mittig und zentral. Dankeschön. Wenigstens einmal.
Warte, ich clear mal noch mal ganz kurz den Raum. Obwohl, nee, komm, ich gehe gleich rein. Ich gehe gleich rein in den Secret Room mit 2 Schatzkisten. Und 50 Rubine. Mana, Magic Potion, okay. Kann je nachdem, was wir hier so für Items bekommen, nützlich sein. Okay, Fledermaus, zack. Weg mit dir. Okay, wir können hier nach unten gehen, da waren wir aber schon. Wir gehen erstmal nach links. Und kriegen gleich wieder Ratten in die... Wow, das ist gut. You got a Steel Sword. Jawohl. Nice. Okay. Schön. Das gefällt mir. So, schön alle Krügel zerbashen. Wir gehen nach oben. Und direkt die nächste Schatzkiste. Wieder 40 Rubine. Oh, das läuft gut. Schön Kohle, was wir hier sammeln. Hi, Kumpel. Mittlerweile nur noch 2 Hits. Und da ist der Schlüssel. Okay, cool. Dann können wir ja hier erstmal wieder abhauen. Schön, freut mich. So. Wir haben keine Bomben. Das nervt mich ein bisschen. Aber wir haben ein Schwert Level 2. Das ist cool. Wir haben eine Banane, ein bisschen Heilung. Ist okay. Können wir was mit anfangen, denke ich. Wo geht's denn jetzt weiter? Achso, irgendwo muss eine Schlüsseltür sein. Wo waren die? Wo waren die Schlüsseltür? Habt ihr sie gesehen? Achso, die war jetzt hier unten links, ne? I think. Genau, hier wollte ich ja sprengen. Das ging in die Hose. Ich brauche Bomben, Leute. Ich brauche unbedingt Bomben. Und so viele Steine, die ich alle nicht... Das nervt mich. 3 von den Dingern und ich kann halt nichts machen. Okay, boah, das ist schon geil. Das ist ja richtig geil. Das nehmen wir beides mit, ganz ehrlich. Kostet unheimlich viel Platz. Aber wir erhöhen unsere Verteidigung einfach auf 2 und haben ein Schild. Hä, wie geil. Okay, läuft gut. Läuft gut. Schön. So, mit den Leuten soll ich auch öfter mal reden. Ihr habt gesagt, irgendwo ist auch so ein Nintendo-Mitarbeiter im Knast. Und wenn man den oft genug anspricht, gibt der wohl einen auch was. Ich habe 13 Söhne. Ihre Namen sind Marky, Ricky, Danny, Terry, Mikey, Davey, Timmy, Tommy, Joey, Robby. Sind das irgendwie die Entwickler vielleicht oder so? Und Willi auch noch irgendwie. Sorry, falls ich den jetzt vergessen habe. Okay, Fledermaus. Zack. Und Fledermaus. Und da haben wir schon die etwas stärkere Wache. Okay, da unten ist die Schlüsseltür. Okay, da ist der Typ im Brief. Da ist der Schlüssel. Ja komm, den Brief nehmen wir mit. Ihr habt doch geschrieben, ich soll den immer mitnehmen. Immer den Brief mitnehmen, bringt halt 250 Rubine. Oder irgendwie sowas in der Art, ne? Immer mitnehmen. Okay. Einfach so eine Schatzkiste. Das sieht nach einer Falle aus. Aber es ist eine Map. So, ich kann auch... Genau, man sieht ja auch hier einfach die Map. Die könnte ich mir jetzt einfach mitnehmen. Ich meine, die ist jetzt nicht so mega nützlich. Guck mal, da in der Mitte, da ist bestimmt was. Da unten in der Mitte. Da ist so ein schwarzer Raum. Die sind von Räumen umgeben. Da kann man sich bestimmt reinsprengen. Aber ich habe keine Bomben. Vielleicht für später ganz interessant. Ich werde die jetzt aber nicht mitnehmen, die Map. Okay, wir gehen hier hoch. Hä? Wahnsinnig guter Raum, würde ich sagen. Nice. Okay. Viele dunkle Räume, meine Güte. Aber ich sag mal so, das wirklich wichtige Herzcontainer haben wir noch nicht bekommen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, was noch kommt. Schauen wir mal, was wird. Ein bisschen Mana nehmen wir natürlich auch mit. Okay. Next round. Hi, Kumpel. Mann, das sind richtig viele hier. So, und für sie. Ja, Schaden kriegen wir aktuell richtig wenig. Schadensreduktion läuft bei uns aktuell.
So. Ein paar Bomben wären halt mal wieder geil. Falls ich was hab, dass ich sprengen kann. Aber kriegen wir halt aktuell null. Das ist echt traurig. So, zack, zack, zack. Tschüss. Das war gut. Oh, das könnte doch sein, oder? Ist das vielleicht der Nintendo-Mitarbeiter? Ah, ja. Das könnte sein. Ja, guck mal. Den immer schön ansprechen, dann gibt er uns Kohle. Leute, den immer schön ansprechen. Habt ihr mir geschrieben, habe ich gemacht. So, wir gehen da oben links weiter, gell? Ja. Okay, wieder ganz viele Räume. Ich gehe erstmal nach oben. Ich glaube, da oben kommt nicht mehr so viel. Oh Gott. Jawohl. Tü-tü. Zack. Bam. Das läuft. Zack. Und zack. Da gibt es noch eine Truhe irgendwo. Hier. Okay, was ist das? Das ist wieder ein Quarz. Okay, die stacken aber. Ja, wenn die stacken, dann nehmen wir die mit. Ich meine, es gibt nichts Gutes, da bin ich mir schon relativ sicher. Ist halt was zum Heilen irgendwie. Aber, ja, wir nehmen es halt mal mit, ne? Komm, gib mir mal ein paar Bomben. Hab ich gerade ein bisschen Pech mit den Bomben. Oh, da haben wir jetzt... Was ist denn das? Das ist so ein roter. Warte, ich guck mal kurz auf die Liste. Ich muss mir das, glaube ich, mal ausdrucken. Das ist ein Rubin. Okay, der ist wertvoll. Den sollte ich mitnehmen. Aber was droppe ich dafür? Ich droppe erstmal allgemein die Dinger, glaube ich. Und nehme den Rubin mit. Ja, der ist relativ wertvoll. Man könnte dafür zum Beispiel einen Herzcontainer oder irgendwelche Stäbe, einen Köcher, eine Tasche oder einen Trank bekommen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Sache ist halt, man muss immer zwei reinwerfen. Deswegen, wir sollten versuchen, halt möglichst wertvolle zu sammeln. Hat man jetzt noch irgendwo in eine andere Richtung was? Ich glaube, das war's hier, ne? Okay, ich gehe hier lang und... Ach nee, hier geht's gar nicht weiter. Okay, schade. Schlüsselhammer? Bam, 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 bam. Ah, hier geht's weiter. Oh! Nett. So ein Taschen-Upgrade würde ich jetzt auch fühlen. Das wäre ganz cool. Boah, aber ich baller die gut weg, die Typen, ne? Das läuft ganz... Ah, wer bist du? Papa, zack. Hallo? Snake! Ja. Okay, ein bisschen Mana und... Okay, wir labern den Typen kurz mal an. Ich glaube, der gibt uns nichts. Okay. Schade, Marmelade. Ein Ritter. So, hier. Ich versuche mal ein bisschen was zu schieben. Mal gucken, ob sich irgendwas bewegen lässt. Normalerweise ist es halt offensichtlich, dass sich irgendwas bewegen lässt, ne? Aber es scheint jetzt hier nicht zu gehen. Sei denn, ich habe irgendwas falsch gemacht. Okay, ich glaube, hier ist kein Geheimnis. Falls ich was falsch gemacht habe, schreibt es mir gerne nochmal in die Kommentare. Ich lerne ja auch nur durch eure Hinweise sehr viel oder wenn ich irgendwas entdecke. Deswegen immer gerne schreiben und Hinweise geben. Was ich... Oh Gott! Was ich besser machen kann. Ach nö! So, jetzt aber. Tschüss. So. 10 Rubies. Sagst du noch was? Okay. Baba. Ratten. Die sind am Berg. So, das lief sauber. Zack, bisschen Magie. Hier haben wir noch einen Schalter. Und da ist der direkt. Boah, es sind sehr viele am Start. Zack, 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 zack. Tschüss, tschüss. Boah, Alter, sind das viele. Heilige. Und wir kriegen jetzt nicht wirklich viel Stuff. Aber die Tür geht auf. Wenigstens was. Hallo, hallo, hallo. Ah, hier ist Boss-Time schon. Oh Gott, hier ist Boss-Time. Mann, ich will nicht. Ja, wir haben mal nur eine Banane, ne? Okay, aber wir haben gut Rüstung.
Das muss man schon dazu sagen. Okay, let's go. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Nummer 1 ist down. Oh. Ja, ich nehme mal. Ich nehme. Nein, nicht das. So, ich nehme mal meine Banane. Gott, manchmal mache ich echt Scheiße. Zack, zack. Okay, nice. Bam, bam, bam. Okay. Bam, bam, bam. Aber ich muss sagen, mittlerweile ist der Boss echt leicht. Oh Gott, sagte er und starb. Ja, komm. Easy. Wenn man weiß, wie er geht, dann ist er relativ leicht. Wenn du dann noch so eine Ausrüstung hast, musst du auch nicht mehr wirklich vorsichtig spielen. Dann geht er eigentlich gut klar, muss ich sagen. Okay, wir haben jetzt 16 Minuten gespielt und sind beim ersten Boss gewesen. Bin ich zufrieden mit. Wir haben 2 Stärke, 2 Rüstung, 230 Rubine und haben eine solide Grundausstattung. So. Wir sehen hier direkt, müssen wir diesen Schalter wegmachen. Wir können. Wo müssen wir denn lang? Okay, das ist der einzige Weg. Na dann. Direkt ein paar Schlangen. Und hier auch wieder. Oh Gott. Schlüssel. Wir haben gerade keine Heilungs-Items, aber viele Pfeile bekommen. Holy. Oh. Die Pfeile halt, ne? Ich glaube, das... Für später. Aktuell fühle ich es noch nicht so. Für später vielleicht. Okay, Schatzkiste. 50 Rubine. Nice to have. Ba, ba, ba. Heilige Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott. Typi. Geh weg. Das war richtig dumm. Richtig schlecht war das. Okay, komm. Zack, 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 zack. Okay, nice. Oh, sogar eine Bombe. Oh nein, nein, na. Ah, ah. Die wollte ich haben. Mein Fehler. Okay, war nur eine Fledermaus. Soll ich weiter nach links gehen? Komm, wir gehen weiter nach links. Eine Schatzkiste? Ja, komm, die Schatzkiste nehmen wir mit. Ja, Herzcontainer. Sehr schön. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Hier haben wir schon den Schalter. Den haben wir weg. Du. Hallo. Okay, eine Ratte am Start. Ich gehe trotzdem mal kurz in den Raum, logischerweise. War ziemlich schlecht. Aber da ich gute Rüstung habe mittlerweile, merke ich es gar nicht. Dass ich schlecht war. Das ist der Vorteil. Das ist der große Vorteil. Hallo? Hallo? Okay, war ich ja schon mal. Ja, warte mal. Wir haben... Wir müssen da lang, ne? Ja. Hier. Ist the right way. Bam, bam. Und hier ist der Schlüssel. Ja, stimmt. Jetzt einfach drüber und dann Schlüsseltür benutzen. Ah, dann haben wir es doch schon. Okay. Hier geht's auch noch nach links. Was haben wir noch hier? Wusste ich doch, wir sind noch nicht alle tot. Ah, die droppen so sehr selten Items, ne? Diese Typen. Aber aktuell sehr linear, muss man sagen. Okay, weiter geht's.
Ja, einen Stab habe ich aktuell nicht. Next Room. Geister. Zack. 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 Das war's schon. Okay, nach links. Oh, Gemstones, 2 Stück. Haben wir denn hier mal eine Fackel? Wir haben keine Fackeln. Wir haben so einen schwarzen. Das ist der wertvollste, Leute. Opal. Opal ist der wertvollste. Den gelben, ja, den brauchen wir nicht unbedingt. Aber den Opal nehme ich mit, Leute. Ich droppe meine Pfeile und den Opal nehmen wir mit. Mit Opal und Rubin können wir jetzt halt richtig krasse Sachen bekommen. Deswegen ist das, glaube ich, ganz nice. Wir müssen halt nur irgendwo so eine Feenquelle, so eine Gemquelle bekommen. Spätestens im Dorf kriegen wir die. Ja. Okay, weiter geht's. Shit. Ach man, Fledermaus, geh doch weg. Okay. So, ohne fette Mana. Aber die wollte ich. Ja gut, nee, ich kann sie ja nicht aufnehmen. Okay. Schlüssel und. Eine Orange. Ich würde sagen, lasse ich hier liegen. Falls wir sie benötigen, holen wir sie uns ab. Denn dann wissen wir so im Hinterkopf, aha, da liegt 3 Heilungen noch rum. Das ist ja nicht schlecht, oder? So, hier ein Schalter. Das war also eine Tür. Okay. Und jetzt können wir hier nach rechts weitergehen. Hier läuft doch gar nicht schlecht, oder? Zack. Ich glaube, ich brauche die Orange aber nicht. Hier können wir gleich nochmal versuchen, ob wir irgendwo einen Stein schieben können. Ich habe gesagt, ich soll das immer mal machen. Möglicherweise gibt es da irgendwo ein Geheimnis, wenn ich Glück habe. Und krieg vielleicht noch ein Herzteil oder so. Deswegen mache ich das jetzt immer mal. Natürlich. So. Ah, hier eine Tür? Ach hier. Hab sie gar nicht gesehen. Hi Kumpel. Tschüss Kumpel. Der hat Geld fallen lassen. Wir haben mittlerweile schon einen guten... Ach, jetzt schon ins nächste Stockwerk. Okay, eins noch, dann sind wir beim Dorf und dann kriegt man schöne Items. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube, mit dem aktuellen Zustand, den wir haben, bekommen wir das auch easy hin. Was ich nur ein bisschen lieber hätte aktuell, sind wirklich einfach... Shit. Sind wirklich einfach ein paar mehr Herzcontainer. Die hätte ich aktuell sehr gerne für den Kampf gegen Arganen. Okay, hier auch nichts. So, den gleich zweimal hauen. Dreimal hauen, bevor er seinen Blitz macht. Zack, zack, zack. Türen auf. Wir gehen erstmal nach oben, würde ich sagen. Und da haben wir direkt den nächsten Shop. Alter Falter. Okay, noch mehr Rüstung. Und das hier ist... Achso, ah, Kacke, die kann ich nicht tragen. Oh, was macht man jetzt, Leute? Den Trank? Soll ich den Trank liegen lassen? Ich glaube, den Trank, ja. Drop. Ich lasse ihn erstmal droppen. Den Stab kann ich eh nicht tragen, deswegen, ich lasse es erstmal. Vielleicht hole ich mir den Trank nachher noch. Muss ich halt sehen, was wir noch für Items bekommen. Aber die Rüstung kann ich nicht liegen lassen. Auch nicht für den Preis. Der war zu gut. Yep. Oh ja, Bomben. Ah, die kann ich jetzt auch nicht mitnehmen, ne? Alles super ärgerlich, weil ich habe halt keinen Platz. Und ich hoffe halt, die Gemstones, die gönnen dann richtig. Ich habe halt den Brief, aber der bringt halt auch 250 Rubine. Da kann ich mir auch Bomben von kaufen, notfalls. Oh Gott. So. 30 Rubine, nice. Da füllen wir doch unseren Vorrat mal wieder auf. Ja, die habe ich noch gar nicht bekommen jetzt in dem Run. Die Kingstones. Hallo? Okay. Boah. Einfach fett Rubine geklaut. Meine Güte, das waren jetzt aber auch... Ist hier noch irgendwo was? Nee, ne? Das war's. Okay. Dann rennen wir mal schnell durch. Oh Gott. 3! Was? Nein!
Drei von den Typen, ey. Wahnsinn. Holy moly. Okay, Ratte, Ratte und komisches Quappelbabbel. Tschüssikowski. Okay, eine Schatz. Zwei. Was? Hä? Kompass. Was sagt denn die Karte? Da haben wir noch einen Shop. Wir haben zwei Shops noch. Boah. Boah. Wir haben noch zwei Shops. Geil. Und der Schlüssel. Oh. Wie nice. Noch zwei Shops, Leute. Da könnte noch was Gutes dabei sein. So, eins, zwei, drei. Den lassen wir erstmal blitzen. Baba. Zack, zack, zack. Leider nichts bekommen. Schade. Ja, es könnte sein, dass hier halt auch noch was ist. Könnte. Au. Warum hast du schon wieder Blitze gehabt? Das ging mir zu schnell. Zack. Zack. Ba-ba-ba. Und tschüss. Okay. Ja, es könnte sein, dass da links noch ein Shop war. Da ist der nächste Schlüssel. Und eine fette Schatzkiste. Ach, Zubine. Gut für einen Shop. Muss man schon sagen. Okay, es geht weiter nach unten. Wieder. Ey, Alter. Oh Gott, viele Bomben. Jetzt haben wir da so einen grünen Stein. Ich glaube, haben... Nee, wir haben keinen von den grünen Dingern hier gesehen, glaube ich, ne? Leute, ich gehe mal ganz kurz. Ich drop den mal ganz kurz. Hol mir mal die Bomben und gucke mal ganz kurz, ob ich da die eine Wand sprengen kann. Das sah für mich nämlich so aus. Wenn nicht, dann ist ja nicht schlimm. So, hier nämlich. Hätte ich gesagt, kann man vielleicht was sprengen. Nee. Schade. Aber wir können vielleicht nochmal kurz nach dem Kompass gucken. Damit ich nochmal schauen kann. Als die Wand ist zu, okay. Na gut, dann halt nicht. Ich glaube, hier irgendwo... Irgendwo war ja noch ein Shop. Falls wir den zweiten Shop nicht finden, holen wir uns nochmal die Bombe und dann gucken wir nochmal, ob wir den irgendwie ausmachen können. Aber ich will jetzt nicht sinnlos suchen, sag ich mal. So, wir nehmen erstmal mit. Eins, zwei... Drei. Okay, weiter geht's. Okay, Schlüssel. Herzchen. Schon wieder Bomben. Jetzt kommen die Bomben, ne? Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Oh, gar heil. Komm, das nehmen wir auch mit. Okay. Leider ein Verlustgeschäft, aber hätte ja sein können, ne? Dass da was Geiles drin ist. Hätte ja einfach sein können. Oh Gott, nein. Oh, die sind scheiße. Ja, die kann ich jetzt halt nicht besiegen. Aber ist ja, glaube ich, nicht schlimm. Okay, 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 okay. Okay. Ja, theoretisch müsste jetzt hier der Shop sein, oder? Gleich müsste der kommen. Einfach Level 3 Schwert, ey. So gut. Ich freue mich voll. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ja, die Handschuhe, oder? Die Handschuhe. Ja. Die Handschuhe sind es einfach. Boah, Leute, wir gehen so gut ins nächste Level rein. Das ist ja hammermäßig. Ich hätte gerne die noch gehabt. Das wäre auch noch richtig toll gewesen. Aber so ist einfach schon hammermäßig geil. Wie nice. Okay. Schade, dass wir die nicht mehr mitnehmen könnten. Wenn wir die noch mitgenommen hätten, dann wären wir sowas von overfeated schon gewesen. Das wäre ja gottlos. So. Ich habe keine Bomben. Das ist aber nicht schlimm, richtig? Ich habe aber viel Mana. Das ist gut. So. So. Geld, Geld.
Ich glaube, ich werde dann diese ganze Tauschquest skippen, aber ich will vorher noch mal kurz in die Läden reingucken. Und den Weg bis ins Dorf zeige ich euch auch noch mal kurz. Denn, wir haben es schon mal besprochen gehabt. Hier sind auch noch Krüge. Herzchen nehmen wir natürlich mit. Im besten Fall. Alter, was? Im besten Fall haben wir jetzt irgendwo dieses Amulett, was uns 20% mehr Rubine bringt. Das würde ich natürlich sehr gerne mitnehmen, bevor ich hier anfange, die ganzen Rubine zu farmen. Und ja, ansonsten, falls es das nicht gibt, dann legen wir natürlich sofort los. Sorry. Sorry, Leute. Es ist schon spät bei mir, ich bin müde. So, sollte ich auch gucken? Okay, hier ist nichts. Sollte ich hier nochmal gucken, aber ich glaube... Ja. So. Hier in den Statuen sind ja auf jeden Fall noch ein bisschen Geldbeträge. Ich renne aber ganz kurz erstmal zum Shop. Und will mal gucken, was es da gibt. Bevor wir irgendwas anderes machen. Denn die Juwelen sind tatsächlich sehr wichtig. Immunität. Okay, block die Flüche. Protection. Floor Spikes ist auch cool, finde ich. Was haben wir hier? Secrets. Findet ihr das... Findet ihr die, dieses hier gut? Und Health. Leider wieder nicht das, was ich gerne hätte. Ring of Bombs. Direction. Findet ihr... Das hier war's, ne? Nee. Protection? Nee, dann war's das für 235. Findet ihr das krass hier? Ist das so, dass ich das unbedingt haben müsste? Ich glaube, ich habe aber jetzt halt wenig Bomben und sowas. Also ich könnte mir das jetzt nicht leisten. Aktuell sowieso nicht. Aber hier gibt es auch schon so gute Sachen, ey. Oh, wir werden so stark sein, Leute. Das wird so easy. Ein Herzcontainer wäre halt noch geil. Den. Achso, Herzcontainer können wir hier kaufen. Und Tasche auch, ne? Ja, Herzcontainer, sehr geil. Dann die Tasche nehme ich, glaube ich, mit. Beide Taschen nehmen wir dann mit. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir werden alles kaufen. Okay. Gut, Leute. Ihr kennt ja das Prozedere aktuell. Wenn nicht, dann seht in den anderen drei Parts, die es aktuell schon gibt, in der Playlist nach. Das sind ja auch die ersteren. Ich werde mal kurz skippen und das ganze Geld zusammen sammeln und dann gehen wir shoppen. Okay? Bis gleich. So Leute, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Bruchteil von dem gesammelt, was ich kann. Ich würde mir aber schon mal die größere Tasche kaufen. Einfach, dass ihr das wisst. Damit ich schon mal die ganzen Items, die ich jetzt unterwegs noch sammle, mitnehmen kann. Ne? Das war's auch schon, was ich euch sagen wollte. Und jetzt skippe ich wieder. Bis gleich. Okay Leute, ich bin immer noch nicht durch. Aber ich soll hier auch mal die Hühner alle hochheben. Und mit etwas Glück kann man da irgendwie noch ein goldenes Ei bekommen. Aha, oder ein Ei. Da bekommt man nämlich ein paar Herzen und dann... Oh! Wollte ich die auch gleich nochmal in Ratten verwandeln. Weil ihr habt gesagt, da kann man was bekommen, wenn man Glück hat. Ja, ich hab halt kein Glück. Schade. Okay, dann ja. Ich mach mal kurz den Rest noch fertig. Und dann hoffe ich mal... Achso, wollen wir mal die Gem... Ja, komm, wir schmeißen die Gemstorms hier noch schnell rein. Equip. Genau. Zack. Und gucken mal, was wir bekommen. Equip. Zack. Einer. Und der andere ist... Hier. So. Was bekommen wir? Theoretisch müssten wir jetzt irgendwas Krasses bekommen, oder? Okay. You got dependent of health. Also 25% von allen Sachen, die wir... aufnehmen, heilen uns mehr. Also wir kriegen 25% mehr Heilung. Easy gesagt. Ja. Wäre cooler gewesen, wenn wir irgendwas anderes bekommen hätten, aber naja, ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Kann man nehmen. So, Pfeile nehmen wir mit und dann mache ich das nochmal eben zu Ende. Bis gleich.
Okay, Leute, final haben wir nun 715 Rubine und haben diese Ausbeute bisher bekommen, also ist eigentlich nicht schlecht. Okay, was machen wir jetzt? Ich gehe erstmal kurz hier rein. Das Schild, das Schwert und der Handschuh würden zusammen 270 Rubine kosten, wenn ich mir noch den Bogen und den Köcher kaufe. Wären wir bei 350, wären wir bei 425. Ich habe gehört, Pfeile sollen gut sein, weil es später ein Labyrinth gibt, da kann man Augenstatuen abschießen. Auch nicht schlecht. Allerdings, die Lampe ist auch nice. Der Beutel für die Gemstones ist nice, aber aktuell haben wir keine Gemstones, deswegen weiß ich nicht, wie krass das jetzt noch ist. Aber wenn wir jetzt den Bogen noch mitnehmen... schwierig. Herzcontainer auf jeden Fall. Sind wir ehrlich, Herzcontainer nehmen wir auf jeden Fall mit. So, die Lampe ist geil. Also die Lampe ist für spätere Level ziemlich nützlich. Kostet aber auch wieder einen Platz. Boah, was macht man da, Leute? Was macht man da? Also wir könnten uns halt schon richtig krass hochfeeden, wenn wir jetzt die ganzen Sachen mitnehmen. Ja, werde ich auch machen. Weil die kosten halt auch keinen Platz. So. Wir haben noch 355 Rubine. Geld rausholen kann ich aktuell sowieso nirgendwo mehr. Gibt es irgendwo hier drüben noch was, was ich kaufen will? Ich glaube, hier hat mich jetzt nichts angetörnt. Ja, ist auch alles ziemlich teuer, wenn ich ehrlich bin. Wir haben jetzt eine Stärke von 6 und eine Verteidigung von 4. Finde ich sehr, sehr gut für den Run. Die Frage ist, was nehmen wir jetzt mit? Also ich wäre schon irgendwie für das Ding. Der Bogen, der Köcher. Ja komm, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. So, jetzt haben wir noch 90 Rubine. Entweder behalten wir die oder wir nehmen hier noch so ein... Ich würde einen blauen noch mitnehmen. Und dann nehmen wir noch die Schatzkiste mit, komm. Ah, shit. Hätte ich mir ersparen können, weil das brauche ich echt nicht, das Zeug. Okay, war sinnlos. 55 Rubine für einen Arsch, aber hätte ja auch ein Herzcontainer sein können. Okay, ich glaube, ich bin so zufrieden mit. Hier haben wir jetzt einen Gemstorm drin. Wir haben jetzt noch ein Ei, Magic, das können wir konsumieren notfalls. Die Pfeile können wir notfalls wegschmeißen. Bogen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich gehe so weiter. Bin so fein damit. Okay, let's go. Achso, hier drinne. Hier war ich noch nicht. Shit, da hätte ich ja noch Rubine abstauben können. Ja, die konsumiere ich. Stimmt, die kann ich auch noch verwandeln eigentlich. Ah, hätte ich vielleicht noch machen können. Egal, okay. Bisschen Magie haben wir mitgenommen. Ist doch nicht schlecht. Gut, ich bin fein. Ein bisschen, es hätte ein bisschen besser laufen können, denke ich. Ein bisschen mehr Geld hätte man machen können. Da hätte ich ein paar andere schöne Sachen kaufen können. Aber hey, ich bin zufrieden. Okay. Gegen den Boss werden wir auf jeden Fall gewinnen, denke ich. Ba, 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 ba. Oh Gott. No, no. Na, wo ist er? Kommt der nur hier drüben? Hä? Hallo? Tatsächlich. Der kam nur da drüben. Okay, hier geht's ja wieder zurück. Da müssen wir einen blauen Puffer aktivieren. Und wir gehen rein ins Getümmel. Ich bin echt zufrieden mit unserer Ausrüstung, Leute. Bin ich ehrlich mit euch. So. Das bedeutet, ein Herz müsste jetzt auch mehr heilen, ne? Boah, das war richtig kacke gerade. Bin ich mal gespannt. So, mal ein bisschen Konzentration hier. Ich habe mir jetzt extra die Lampe gekauft. Ist eigentlich immer noch nicht richtig hell, ne? Wenn man ehrlich ist. Aber ein bisschen heller als sonst. Ein bisschen. Okay. Hier nach links geht's nicht. Gab es einen Raum nach unten oder so?
Vielleicht nach oben dann. Zack, zack, zack. Kein Herzchen. Für mich. Gar nichts. Ja, das wäre, ne? 200 Rubine, dafür 20% mehr. Ich weiß es nicht. Ist es jetzt noch worth? Es wäre halt in Dings gut gewesen. Im Dorf wäre es geil gewesen. Ich glaube da, wenn du es im Dorf hast, da hast du richtig ausgesorgt, Leute. Da ist es dann richtig nice. Okay, wir haben keinen. Wir haben nur den blauen. Ja, hätten wir mal den goldenen gekauft, ne? Dann hätten wir jetzt was Schönes bekommen. Aber woher willst du das denn wissen? Woher will man das denn wissen? So, okay. Wir laufen hier so unsere Runden. Oh, Kacke, ey, was mache ich denn hier nur? Habe ich aktuell Heilung? Ja, irgendein Bier oder so, glaube ich, ne? Bomben. 100 Rubine. Okay. Das? Ich habe aktuell 7 Bomben. Komm, wir ballern mal eine rein. Ist leider kein Secret. Oh. Aber der Kompass könnte es uns verraten, wo die Secrets sind. Wir haben da auf jeden Fall einen Raum verpasst. Oder wir kommen da noch hin. Eins von beiden ist es. Pfeile. Ja, komm, ich, warte, ich pack das hier weg. Drop. Pfeile brauchen wir aktuell nicht. Habe ich jetzt entschieden, dass wir es nicht machen mit Pfeilen. Okay. Komm hier. Keine Gegner. Hier ist der Schlüssel. Bisschen Geld. Vielleicht kann ich den Stein verschieben. Nein. Okay. Hier waren wir schon. Hier geht's noch nach unten. Ah, okay. Und hier. Ah, okay. Okay. Verstehe. Aber warte mal. Was war denn jetzt eigentlich hier? Was war hier rechts? Ah, da komme ich nicht rein. Okay. Weil da ist ja scheinbar der Schalter drin, der switcht. Und da oben. Komme ich da oben auch nicht rein? Warte mal. Bin ich nicht nach oben gegangen oder kam ich da oben? Ich bin nicht nach oben gegangen. Und hier gucke ich auch nochmal ganz kurz. Ihr habt gesagt, ich soll schieben. Aber bisher habe ich noch kein Glück gehabt. Ach, hier ist nur so eine Quelle. Okay, die brauche ich jetzt auch nicht. Hä? Nervig. Da ist noch irgendein Portal. Ach so. Ah, jetzt muss ich eine riesen Runde laufen. Nur weil ich da eben reingegangen bin. Mann! Bescheuert. Okay. Zum Glück können wir ja flitzen wie ein Flitzebogen. Wir haben aktuell nicht so viel Leben. Wir könnten theoretisch mal das Ei konsumieren. So, hier. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal vorbeikomme. Ich weiß nicht, ob ich mir das Ding kaufen möchte. 20%. 20%. Ja, wir haben schon noch viel vor uns, ne? So, ja, es könnte schon noch nützlich werden. Weil man die Pfeile nehme ich jetzt trotzdem nochmal mit. Man weiß ja nie, was noch kommt. So, jetzt ist meine Frage. So, ja, wir haben zwar einen Schlüssel. Aber was war denn da oben? Achso, da kam ich. Ah, okay, verstehe. Alles klar. Gut. Hab's gecheckt. Oh Gott. Kann ich die eigentlich auch schon? Ne, da fehlt, glaube ich, noch eine Stufe. Dann kann ich die vernichten, diese Stacheln. Ach, schön. Schöner Muffin. Ja, komm. Drop. 4 Muffin, was? Ne, ein Muffin, ne? 4 Herzen. So, dann haben wir noch eine Krabbe. Hallo, Krabbi. Okay. Erledigt. Zack, 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 zack. Aua. Oh, Mann. Ihr seid nervig, wisst ihr das? So, wartet mal. Das müsste jetzt mehr heilen. Ja. 25% mehr Heilung. Oh, eine Erdbeere. Ja, toll. Ja, ich lasse es mal kurz hier liegen.
Wir werden hier nie wieder vorbeikommen, da bin ich mir relativ sicher. So. Zack, 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 zack. Umgeschaltet und weiter geht's. Nee, 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 nee. Okay, jetzt ist das hier. Oh, zwei Schatzkisten. Kriegt man noch mit auf dem Weg? Aber ich wollte schon sagen, wir hatten noch lange keinen Fluch mehr. Oh, okay. Herzen aufheben reduziert unser Leben. Wir müssen 40 Rubine collecten, um das zu removen. Okay, da haben wir schon mal 20. Ja, 20 Rubine fehlen noch. Ist jetzt nicht so schlecht. Okay. 20 Rubine noch. Herzen sollte ich in der Zeit nicht aufheben. Aber bisher hat man wirklich Glück. Also, dass das jetzt unser erster Fluch ist, bei den ganzen Schatzkisten, die wir schon aufgehoben haben. Ein kleiner Schlüssel? Nee. Aber das nehme ich mit. Gott. Kann ich auch nicht verschieben? Ich meine, den Schlüssel finden wir ja trotzdem. Es ist ja egal. Auch wenn wir den vielleicht für später aufheben könnten. Ich meine, haben wir halt einen mehr in petto für Garnon, theoretisch. Aber ja, wenn es bei Garnon gut läuft, kann man halt auch alle Räume absuchen und wenn möglich vielleicht noch irgendwo ein Herzteil abstauben. Ist jetzt so meine Meinung. Hi. Okay, Schlüssel. Und... Hä, wo war denn der Schlüssel? Oben, oder wie? Ja. Ja, nee, mach mal. Ach so. Darf ich aktuell nicht aufheben. Ich brauch Geld noch. Das ist natürlich ein bisschen unpassend hier. Aua. Okay. Ja, den kann ich aktuell auch nicht. Achso, warte mal. Ganz vergessen. Kann man ja mal versuchen. Hä, der steckt hier in der Endlosschleife fest. Interessant. Gott, was ist das denn für ein Kackraum? So, warte. Fuse! Wir haben ja extra einen. Gibt es so eine Liste auch für Kingstones oder ist das wurscht? Bringt Kingstones immer das gleiche? Ich weiß es nicht. Ah. Ah. Okay, der Fluch ist weg. Und wir haben jetzt halt... Ah, ich glaube, ich use den Muffin. Use. Und nehme das mit. Kacke. Och Mann. Okay, schnell raus hier. Was für ein Kackraum. So... Hey, bewegt sich wieder nichts. Schön nochmal Geld bekommen. Nice. Freut mich. So. Und weiter geht's. Okay, auch wieder sinnlos der Raum, I guess. Okay, Bossfight. Wir haben nice Heilung, muss ich sagen. Ich denke, und das ist ja noch multipliziert alles, also... Ich denke, wir kommen easy klar. Jo, ich bin sehr zufrieden. Los geht's. Nee, 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 nee. Ist mal ein Kackboss, aber ich glaube, den kriegen wir hin. Au. Schon gut aufs Maul gekommen. Bam, bam, bam. Okay, warte. Ich use this one. Bam, bam, bam. Okay, ein Hammer. Okay, und der letzte hält auch nicht mehr viel aus. Nice. Nice, Leute, nice. Her damit. Her damit. Läuft. Läuft gut. Ja, ich meine, wir können viel erzählen, viel machen, aber wenn wir im Endeffekt wieder gegen Arcanum verkacken, dann haben wir verkackt, ne? Das ist halt so, ich würde gerne mal ein paar Runden gegen ihn üben, aber das ist halt nicht möglich. Wenn man ehrlich ist. So, wir haben, boah, viele Gänge.
Viele, viele Gänge. Wir gehen einfach mal, wir fangen mal links unten an. Oh Gott, da ist direkt der Key. Gefällt mir. So, zack. Die kann ich noch nicht besiegen, ne? Nee. Die hauen mir einfach nur Mana rein. Zack, weg damit. Okay, dann haben wir unten schon fertig. Schlüssel haben wir theoretisch schon. Ja, jetzt kommen diese ekligen Feuerspuckerviecher. Aber zwei Hits. Das gefällt mir. Ein Gemstone. Ich weiß gerade nicht, was es für einer ist. Warte mal. Was? Ein Turquoise? Okay, der ist jetzt nicht so selten. Wir nehmen trotzdem mal mit. Turquoise. Für den Notfall nehmen wir mal mit. Okay, weiter geht's. Ah. Die kommen wir jetzt auch. Hab ich schon wieder ganz vergessen. Okay. So, zack, zack. Überall diese Viecher, diese hässlichen... Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Sag mir mal, was das hier ist. Was sind das für Gegner? Hat da einer einen Plan von, was das darstellen soll? I doesn't know. Okay. Okay, wir haben gerade richtig krasse Räume, I guess. Aber hier jetzt... Okay, haben wir unseren Schlüssel. Hier könnte was sein. Soll ich es versuchen? Weiß, glaube ich... Oh, nee, ist nicht mittig genug. Hier könnte auch was sein, aber... Nee, kann nicht sein. Kann nicht sein. Okay, wir haben den Rückweg angetreten, weil wir haben zwei Schlüssel. Das heißt, wir können hier lang. Ja. Das war knapp. So. Let's go. Ja, wir hatten schon lange keine sprengbare Wand mehr, ne? So. Und weiter geht's. Oh, shit. Ich hasse die so sehr, die Viecher. Boah, kacke. Ja, ich konsumiere mal mein zweites. Sieht eigentlich aus wie eine Pepsi, ehrlich gesagt. So. Und weiter geht's. Okay. Hier war nichts drin. Reingehauen. Oh, Geister. Sinnlose Treffer hier. Okay. Nein. Oh ja, einer. Immer gerne, Leute. Zack, zack. Nice. Und da haben wir ein Jade. Jade ist... Okay, da könnte man einen Stab bekommen bei Jade. Ja. Ah, okay. Geht. Könnte man was Schönes bekommen. Aha. Nochmal ein blauer Kingstone. Ich meine, wenn wir was brauchen, dann haben wir es. Okay, Geheimraum. Boah. Ah, Diamant. Diamant ist... Okay, bei Diamant können wir Ringe oder Milch, Ringe oder einen Bogen bekommen. Das gefällt mir ganz gut. Und hier nochmal einen blauen Kingstone. Also wir haben ein kleines Sammelsorium schon erstellt. Finde ich nicht schlecht. Da, da, da. Oh. Ey. Und. Komm her. Zack. Okay, muss ja hier weitergehen. Zack, zack. Boah, boah, viele Geister. Zack. Der kommt doch. Ja, hier kommt er. Und da haben wir auch noch einen. Zack. Da ist noch einer. Okay, hier müssen wir wieder was umdrehen. Herzchen, let's go. Die sind auch echt eklig hier, diese komischen Pilze. Die kann ich gar nicht leiden als Gegner. Okay. Oh, was ist das denn schon wieder für ein ekliger Raum? Ja, ich glaube, den kann ich auch aktuell noch nicht abwehren, ne, den Angriff. Okay, ich
mache... Oh, shit. Ich mache jetzt kein Risiko hier. Was ist das für ein ekliger Raum, Leute? Und ich muss sogar alle Gegner töten, um hier weiterzukommen. Also das ist richtig, richtig ekliger Raum gewesen, ganz ehrlich. Ekelhaft. Okay. Da ist der Schalter. Wir kriegen eine Schatzkiste. 40 Rubine. Naja, immerhin. Dann sind wir hier. Na. Das ist, kannst du keiner erzählen, was ich hier mache schon wieder. Okay. Oben war das. So. Oh, nein. Na, 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 na. Hallo. Zack, 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 zack. Und tschüss. Okay, okay, okay. Und weiter geht's. So, am ekligsten ist immer der Rote. Sind wir ehrlich, der macht saumäßig viel Schaden. Nervt einfach nur. Boah. Früher haben die sich doch mal so bewegt, wie ich mich bewegt habe, oder? Das haben die auch weggemacht in dem, in der Mod hier. Oh, boah. Boah. Scheiße. Also, sind wir ganz ehrlich, das Herzteil muss mit. Da können wir keine, da können wir keine Einkunft treffen. Das Herzteil muss mit. Ring of Health ist eigentlich auch mega in Zusammenspiel mit diesem, Armband oder mit dem Amulett. Muss man auch sagen. Aber wir haben hier auch ein richtig krasses Schild. Ja. Jetzt ist die Frage. Healing? Weil wir haben ja eh noch kein Mana-Objekt. Wir haben hier noch eine Mana-Bottle und wir könnten dann 25% mehr heilen mit einem Ring. Eine Tasche ist allerdings auch geil. Ich würde gerne die beiden mitnehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich so viel noch zusammenbekomme. Ich nehme den Ring mit. Ja. Was ist denn das eigentlich? Rod of Well Info. Oh nein, den hätte ich mitnehmen müssen. Der wäre geil gewesen, oder Leute? Ich glaube, den hätte ich kaufen sollen. Fuck. Ja, ich glaube, das wäre er gewesen. Oh, Junge. Ich hasse die. Jetzt gleich so einen Haufen davon, ne? Boah, Alter, habe ich eingesteckt. Aber ganz ehrlich, da kann ich jetzt wenigstens gleich mit dem Ring losen. Da geht wenigstens ein bisschen was. So. Da verschwende ich nämlich nicht mein Mana, wenn ich wieder irgendwas einsammel. So, zack. Ja, ich hätte den Stab kaufen sollen. Sorry, Leute, ich hätte ihn kaufen sollen. Ich bin da vollkommen eurer Meinung. Der hätte mir, glaube ich, jetzt mehr gebracht. Aber ich hole mir einen Maiskolben dafür, okay? Den fresse ich jetzt einfach hier. So. Okay. Und weiter geht's. Wir kriegen aktuell aber auch keine Kohle mehr. Mit dem Stab hätten wir bestimmt noch ein bisschen was bekommen. Ja. Hätte ich den Stab gekauft, hätten wir vielleicht den Stab gehabt. Und vielleicht hätten wir auch alles kaufen können. Ich weiß halt nicht, wie stark der ist. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn ich den Stab benutze. Wie viele Rubine kommen da so aus einem Gegner raus? So üblicherweise. Also ich habe ja 16 Aufladungen. Wie viele Rubine kann ich da so maximal raus entwickeln? Schreibt mir das mal gerne. Ich würde mich mal interessieren. So, wir sind fertig hier. Und gehen ins Water Temple Level. Bin eigentlich ganz zufrieden mit der Ausrüstung. Mit der Ausstattung. Oh, Kacke. Hab ich diese blöde Rolle getroffen. Und der auch noch. Was? Das war einfach nur schrecklich schlecht. Oh Gott.
Ich sag ja, ich bin müde. Mich kann man heute nicht mehr zu ernst nehmen, was ich hier mache. Hier könnte ich bestimmt mit dem Hookshot, oder? Hier könnte man bestimmt mit dem Hookshot was machen. Könnte ich mir vorstellen. Okay, die sind easy. So. Heilung. Nice. Zack. Ein paar Wizards haben wir auch noch am Start. Zack. Okay. Das gefällt mir. Hab ich den Schalter gedrückt? Ich bin gerade nicht sicher, ob ich den Schalter gedrückt habe. Wir werden es sehen. Ich frage mich gerade sowieso, wo das überhaupt war. Hä? Nicht doof? War das im ersten Raum? Ah ja, okay. Ich habe ihn gedrückt übrigens. Nice. Zack. Es kommt mir so vor, wenn ich die Krüge mit der Hand aufhebe, kommen da öfter Items raus, als wenn ich den zerschlage. Kann das sein? Viele Fragen, ne? Ich weiß. Aber ich will das Game ja auch endlich mal schaffen. Deswegen stelle ich ja so viele Fragen. So. Gehen wir erstmal rechts. Krasses Förderband, keine Gegner und eine Schlüsseltür. Okay. Das merke ich mir. Na, na, na. Okay. Wir haben hier wieder einen krassen Ring. Für Arrows. Eine Bombentasche. Ich weiß nicht, ob die Würfe ist, die Bombentasche mitzunehmen später. Na, 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 na. I don't know. Zack. 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 Okay, 10 Rubine. Ja, egal. So, zack. Ne, okay, jetzt kam da auch was raus. Ja, Pfeile, Hammer zwar, aber wir haben keinen Bogen. Theoretisch sollte ich mal die Pfeile wegtun. Ich drop die jetzt einfach mal, damit wir Platz haben für das nächste Item. Da ist der Schlüssel, zack, weg damit. Und dann kommen wir auch hier raus. Cool. I love it. Hi. Bam, bam, bam. Oh. Wiz Ropes sind auch am Start. Zack. Aber. Ach, die machen noch Schaden, ne? Da, da, da. Ba, ba, ba. So, zack. Da ist der Schalter. Und da haben wir einen Teleporter, okay. Wir kommen nicht zurück. Oh, Gemstone. Wir haben aber... Ich glaube, wir haben keinen Grünstein. Ein Kingstone, sorry. Haben wir leider nicht. Oh, wir sind hier oben. Alles klar. Renn ich dem voll in die Mistgabel, ne? Traurig, aber wahr. Okay, warte mal. Ich gehe hier nochmal ganz kurz zurück. Ich will nochmal was ausprobieren. Das sieht für mich aus. Leider nicht. Hätte sein können. Hätte sein können. Ihr habt gesagt, ich soll das immer versuchen. Deswegen mache ich das auch. So. Ah, boah. Ah. Zack. Ein mieser Raum dafür, aber irgendwie lustig. Okay, wir haben 200 Rubine. Nervig. Okay. Na, na, na. Nice. Ich benutze mal den Ring. So. Ich freue mich schon auf die Zwergenstadt, Leute. Ich freue mich nämlich auf den Raum mit den vielen Schatzkisten, denn wir werden das jetzt mit der Lösung machen beim nächsten Mal und ich hoffe, dass wir es auf die Ketten bekommen. Bin guter Dinge. Okay, cooler Raum. Aber warum?
einfach nichts. Geister. Und noch mehr von den Wabblers. Und Geister. Sehr viele Geister. Was ist hier los? Zack. Okay. Okay, hier müssen wir nochmal den machen. 20 Rubine kriegen wir auch noch mit auf den Weg. Oh, ja, komm. Oh, wow, das war doch... Oh, nice, 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 nice. Ja, ich glaube, die Kombo gefällt mir hier. Die drei zusammen, das ist nett, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, um Heilungs-Items müssen wir uns jetzt nicht mehr so Sorgen machen. Kostet der jetzt nicht mehr so viel, den hier zu benutzen. Der macht 25% mehr. Wir verbrauchen 20% weniger Mana. Und wir haben noch eine Mana-Flasche. Das gefällt mir gut. Gute Kombi. I guess. Mit einem Ring, der Rubine macht, hätte es mir aber noch besser gefallen. Wenn ich ehrlich bin. So. Okay. Aber ich denke, damit ist unser Leben erstmal sicher. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung mitzunehmen. Das auf jeden Fall. So. Wir gehen erstmal hier hoch. Denn da oben ist der Hauptweg. Zack. Alles einfrieren, alles kaputt machen. Jawoll. Pfeile brauchen wir nicht. Na, na, na. Lecker Mana. Shit. Zack. Und ciao. Ja, ich glaube, hier könnte man einen Pfeil reinschießen. Hä? Na, schade. Hätte ja sein können. Aha, das ist der Schlüssel. Okay, also hier hätten wir sowieso noch lang gemusst. Ah, meine Batterie wird langsam leer vom Handy. Ist nicht gut, ich brauche das Handy noch. Für die Zwergenmine. Okay, einen goldenen haben wir auch nicht, leider. Wäre doch geil, wenn der jetzt mal einen goldenen Kingstone droppen würde, oder? Komm schon. Ja, aber wenigstens ein Herz. Okay, weiter geht's. Okay. Oh, was? Das war jetzt unerwartet. 5 Bomben, die ich nicht tragen kann. Danke. Für nix. Hm. Zack, zack, zack. Jawohl. So läuft der Hase. Ja, das war gut. Boah, der zieht sich, der Dungeon. Goldene Rüstung. Das ist eine schwierige Entscheidung, Leute. Das ist aber sauteuer. Nee, mach ich nicht. Nee, sorry. Mach ich diesmal nicht. Ich will mein Geld haben für die Zwergenstadt, Leute. So, ihr habt auch in der Zwergenstadt wieder viele Hinweise gegeben. Einmal war hier am Anfang wohl gleich was. Ist irgendwo eine Pfütze und ich soll hier eine Bombe legen. Da habt ihr gesagt, soll ich auf jeden Fall gleich reinhämmern. Geil. Danke schon mal für den Tipp, Leute. Danke für den Tipp. So, hier ist ein Treasure Map. Treasure Map? (10, 7, 9, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 2, 11, 1, 8, 12). Ja, was ist das? Wartet mal kurz. Okay, Leute, da bin ich wieder. Also scheinbar sind diese Zahlen ein Hinweis darauf, wie man eigentlich mit diesem Rätsel, mit den Schatzkisten umgehen soll. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich das genau einschätzen soll, ehrlich gesagt. So, wir haben hier einiges an Stuff. Unter anderem auch ein Diamant. Ich glaube, ich benutze den aber noch nicht. Wir gucken erstmal ganz kurz, was wir für unseren Stein bekommen. Wir haben 259 Rubine. Wir haben 7 Bomben. Na komm, wir gucken erstmal. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Equip.
Zack und zack. So, was kriegt man Schönes? Erstmal krasse Fee, klar. Wir wissen das. Und dann kriegen wir jetzt wunderbar schöne Items. Okay, Bogen brauche ich nicht. Aber das Schwert, saugeil. So, Bloodsword. Oh, I love it. Ja, Bogen. Ja. Ich denke mal, den werden wir später wieder wegtun. Glaube nicht, dass ich den brauche. Okay. Was haben wir hier unten noch? Ich werde auf jeden Fall... Wahrscheinlich werde ich ein bisschen Heilung mitnehmen. Ist, glaube ich, ganz nice. Oder ich nehme einfach nur Mana mit. Auch nicht schlecht. Aber jetzt gehen wir erstmal ran an die Bomben. Ich weiß leider nicht genau, wie das gemeint ist mit dem... Ja, mit dem Rätsel da. Mit den Zahlenkombinationen. Aber... Wartet mal kurz, ich suche das Bild. So. Hier ist der Start. Wir gehen heute genau nach Bild vor, Leute. Da lasse ich mich nicht lumpen. So. Also, wir starten hier, ne? Easy. So. Wir gehen nach rechts. Und der nächste ist dann hier. So, dann hier schön mittig. Ich will heute richtig Schätze absahnen, Leute. So, dann gehen wir hier rein. Und dann machen wir hier eine Bombe. Ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen diesmal. Zwei Bomben haben wir noch, bevor wir aufladen gehen müssen. Aber ist schon echt krass, ne? Echt krass, wie viel man hier machen muss. Aber was bringen mir die Zahlen? Soll das so, keine Ahnung, Koordinaten sein? Uhrzeit vielleicht? Ah, das sind Uhrzeiten, ne? Ja, ich glaube, Uhrzeiten sind das. Logisch. Okay. Das könnte es sein. So. Jetzt gehen wir kurz zurück und kaufen Bomben. Ich weiß, wäre geiler, wenn wir das alles schon hätten. Und genug Bomben hätten, aber ich glaube, man braucht, keine Ahnung, 14 Bomben oder so. Ist schon viel Stuff. Das heißt, Geld oder Bomben reichlich brauchst du auf jeden Fall. Gerade wenn du damit anfängst, das erste Mal zu machen. Blind. Wird man es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, ich weiß nicht, eine Bombentasche ist, glaube ich, zu viel. Ich glaube, eine Bombentasche werde ich nicht mehr investieren. Aber... Den nehme ich mit. Ich denke, 6 Bomben. Ja, 6 Bomben reichen, oder? Ich denke schon. Ich denke schon, wenn ich kaufe mal nochmal welche. Ich gehe dann, glaube ich, sowieso nochmal Bomben kaufen. Nein, ist mein Handy ausgegangen. Ah, hoffentlich ist das Bild noch drauf. Das wäre echt schade, wenn ich es vermasselt hätte. Okay. Wir latschen mal kurz den Weg zurück. Ihr wollt doch jetzt bestimmt auch wissen, was wir für tolle Schätze erhalten werden, oder? Ich bin auch schon ganz gespannt. So, hier waren wir noch nicht. Und theoretisch, genau, hier einfach schön in der Mitte. Lass die Bomben wieder ausrüsten. Zack. So, ja, dann sind das Uhrzeiten. Dann hätte ich mir einfach ein Bild davon machen müssen, theoretisch. Und vielleicht reicht es doch nicht. Gott, sind das viele. Einfach wieder hier. So, jetzt direkt hier. Dann hier. Eine Bombe habe ich noch. Kacke. Jo, eine fehlt noch. Eine hat mir gefehlt. Ah, jetzt muss ich wieder zurückrennen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich skipp mal kurz. So, Skibidi Skippo, wir sind wieder da. Wir haben wieder 8 Bomben. Und genau hier in der Mitte ist, glaube ich... Achso, ich muss wieder ausrüsten. Zack. Der letzte Durchgang. Wir haben es geschafft, Leute. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schatzkisten. 60 Rubine, die haben wir jetzt schon mal wieder drin. Wir kriegen noch einen Gemstone. Saphir. Wieder 60 Rubine. Einen Zitrin. Boah, 125 Rubine. Dann kriegt man noch einen Amethyst. Und nochmal 60 Rubine. Also wir haben viel Kohle bekommen. Ja, heißt, ich hätte eigentlich... Doch, ich hätte eigentlich investieren sollen in die Rüstung, oder? Oder hätte ich mir sonst das Geld nicht kaufen können? Ich weiß es gerade noch nicht.
Ich glaube, der blaue war der schwächste, richtig? Muss ich mal ganz kurz gucken. Wait a minute. But I guess, yes. Ne, der Quarz ist der schlechteste. Das ist ein... Der gelbe ist auch relativ schlecht. Der Saphir ist sehr gut. Der grüne... Ja, der ist aktuell der schlechteste. Ne, der lila ist der schlechteste, also lass mal den weg. Ja. Okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir werfen doch mal eine Runde Gems rein und gucken mal, ob wir noch was Schönes rauskriegen. So. Also wir haben jetzt den Saphir und den Diamanten, die relativ weit oben sind. Ich würde den, glaube ich, jeweils... Warte mal, ich nehme den mal und werfe den da rein. Und dann haue ich den Diamanten hinterher. Was kommt da jetzt bei raus? Ein Ring. Was ist das für ein Ring? Ist das ein Dingenspupsring? Ja, es ist ein Dingenspupsring, genau. So, machen wir den Drop. Ring of Rupees, geil. Okay. Und als zweite Option... Warte, was mache ich denn da? So, ich werfe den mal rein. Und dann haben wir noch den... Der hier. Use. Der Saphir ist auch relativ. Ich denke, es zählt immer der zweite Stein, den wir reinwerfen. Von dem kriegt man ein Item. Kann das sein? Jo. Aber den brauche ich nicht, Mann. Ich hätte gerne eine Rüstung oder ein Schwert bekommen. Okay, wir haben noch das hier. Use. Zack. Hallo? Use, hallo? So, zack. Da kommt jetzt aber nichts mehr bei rum, glaube ich. I guess. Wäre wahrscheinlich auch besser, ich hätte die behalten. Oh, doch, da kommt noch was bei rum. Damit kann ich eineisen, ne? Okay, was können wir noch machen? Ich... Mach erstmal kurz den hier. Dann use mal das. Weil wir können ja noch einen Haufen Sachen kaufen, ne? So ist es ja. Also das nehme ich erstmal drop. Am wenigsten mit. Wir nehmen Road of Bombs. Shoot a beam that turns enemy into ignite bombs. Ja, nehmen wir mal mit. Das andere Ding, den Unsichtbarkeitsmantel, wie sich das glaube ich nennt, den mag ich gar nicht so. So, wir haben einen Haufen Kohle, Leute. Wir haben richtig viel Geld. Was wir noch nicht so viel haben, sind Herzteile. Also, hätte ich wirklich gerne noch, dass wir das irgendwie ändern. Wäre ganz nice. So. Wir haben hier zwei Bottles, die wir noch kaufen können. Da oben noch davon die Hälfte. Ich... So. Zack. Ihr seht, unser Geld steigt. So. Ich glaube, so lasse ich's. Wir haben mal richtig viel Kohle gemacht jetzt. Ach so, nee, das blaue Elixier kann ich ja auch mitnehmen, theoretisch. Deswegen, ja. Gut. So, blaues Elixier hinterher. Komm, ich schmeiß den Bogen weg. Ich brauch den Bogen nicht. Drop den Bogen. Ja, ansonsten bin ich zufrieden, glaube ich. So, blaues Elixier nehmen wir mit. Für Notfall. Und weiter geht's. Let's go. Gefällt mir so, glaube ich. Haben wir doch ganz gut gemacht, oder? Ich denke, kann man so machen. Ne, warte mal, hier muss ich nicht lang. Oben über die Brücke muss ich. Wir könnten uns jetzt auch die fette Bombentasche noch mitnehmen, aber ganz ehrlich, nee, brauche ich nicht. Der Stab für Ring auf Rubine wäre jetzt ganz geil. Ich hätte mir vielleicht die Rüstung kaufen sollen, aber ich glaube, dann hätte ich vielleicht das Bombenrätsel nicht geschafft. I don't know. Ja, I don't know. Okay. Auf geht's, Etage 11.
Und dann hoffen wir mal das Beste. Fängt ja schon wieder richtig scheiße an. So, Pfeile brauche ich nicht. Mana nehmen wir mit. So. Okay. So, da haben wir eine Kiste mit einem Kompass. Kompass ist, glaube ich, ganz geil. Frage ist nur, was droppe ich dafür? Ich glaube, ich brauche keine Rubine mehr, oder? Ich drop den. Fuck. So. Oh Gott. Oh Gott. Das ist einfach noch ein leerer Raum, ey. Ja. Schlüssel. Kacke. Was war das denn? Nö, 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 nö. Oh Gott, war das schlecht. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich nicht noch verrecke hier. Sind wir mal ehrlich, eigentlich müsste ich jetzt den Trank nehmen. Scheiße, ey. Wie kann ich meinen Stab aufladen? Ich habe gar keinen Bock gerade zu nehmen. Okay. Mana. Zack. Zack. Okay. Bam. Bam. Wir benutzen den mal kurz. Okay, kann ich noch einmal benutzen. Wie traurig ist das denn? Okay, schön. Wir nähern uns langsam wieder der... Das ist ein guter Raum, das ist ein guter Raum. Da gibt es doch bestimmt ein bisschen Heilung. Guck mal. Ich hab's ja gesehen, die Heilung. Schön. Her damit. Geil. Guter Raum, guter Raum. I like it. Okay, okay, okay. Da freut man sich. Ah. Ja, natürlich. Und da kommt dann wieder so eine Scheiße bei rum. So, zack. Ach. Und weiter geht's. Ja, ein bisschen Heilung Hammer. Theoretisch kann ich hier nochmal so ein bisschen nachheilen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Oh, oh. Junge, ich hasse den so sehr, den Typ, ne? Das ist ja unglaublich. Brauche ich beides leider gar nicht. Schlüssel. Lief auch schon wieder echt bescheiden. Wir haben zwei Schlüssel. Das ist cool. Okay, hier geht's noch nach unten. Mann. Mir fehlt eigentlich noch die krassere Lampe, mal ehrlich sind. Langsam mal. Oh nein. Auch wieder eine Falle, ne? Okay. Oh, was. Was eine Kacke, ey. Shit. Shit, shit, shit. Gefällt mir nicht. Auch wieder gar nichts gekonnt. Was sagt denn eigentlich die Karte? Da unten haben wir noch einen Verkäufer, da oben haben wir auch noch einen Verkäufer. Okay. Rein da. Schon wieder Kacke hier. Komm her, du Nudel. Was machst du denn da? Meine Güte. Und weiter geht's. Kommst du zu mir und wenn du kommst, dann haust du mich. Das ist gemein. Und direkt in den nächsten. So. Okay. Oh, schön. Oh, oh, wow. Jawohl. So mag ich das, Leute. So muss das. So, zack, wir sind wieder full. Geil, wir sind wieder back in game.
Und da kommt der nächste Haufen. Aua. Leute, da können wir... Zack, können wir machen. Geil. Mana? Shit. Rubine! Wir haben so viele Rubine, ey. Das ist ja unfassbar. Brauche ich nicht mehr. Jetzt brauche ich keine Rubine mehr. Oh ja! Nice. Okay, doch, da haben sich die Rubine doch rentiert. Jetzt haben wir zumindest das stärkste Schwert. Wenn wir Full Life sind, dann ballern wir richtig rein. So, aber... Ich bin ganz ehrlich mit euch. Oh Gott. Ich hätte langsam gerne noch mal ein paar Herzcontainer. Die würden uns das Leben hier, glaube ich, noch mal ein bisschen erleichtern. Kacke. Ich glaube, auch über eine Rüstung hätte ich mich mehr gefreut. Über ein Schild. Wer glaube ich... Oh, Alter, was mache ich denn hier? Ich spiele einen Käse zusammen. Ah, ich kann die Dinger jetzt auch kaputt machen. Muss ich mir merken. Ich vergesse das immer. So. Danke, danke, danke. Das hilft mir sehr. Okay. Zack. Zack. Und weiter geht's. Dadum, dadum, wir. Natürlich. Brauchen noch einen Schlüssel. Okay. Ja, ein frischer Salat. Den nehmen wir natürlich mit. Und alter Falter. Der Schlüssel, ja. Und? Oh ja, die nehme ich auch mit, glaube ich. Wir haben halt hier noch diesen Stab, ne? Soll ich den weglegen? Komm. Ich baller aktuell sowieso alles nur mit dem Schwert weg. Sorry für Leute, die das jetzt aufregt, aber jetzt ist es so. So, so, so. Okay, so war doch schön. Die kann ich leider nicht wegballern. Und weiter geht's. Sehr schön. So, die kann ich doch jetzt auch wegmachen, ja? Ah, das ist so angenehm. Alter. Junge! Schalter. Übertreibt's, Leute. Nein. Ich hasse die. Das sind somit meine Nemesis hier. Okay, Tür ist open. Weiter geht's. Okay, zack, zack. Kacke. Erwischt er mich noch? So, so. Okay, Use, use. Ja. Ist klar. Hallo, kann ich mal irgendwas treffen? Danke. Zack. Jawohl. Und weiter geht's. Schatzkisten. Brauche ich nicht. Ja, fällt mir. So. Zack. Zack. Nix. Ziehen wir nochmal Kohle. Okay. Ja, ein Herzcontainer. Nice. Oh, sehr gut. Der kommt eigentlich perfekt in dem Moment, wo ich brauche. Sind wir ganz ehrlich. So. Wir haben volle Herzen, Leute. Wir können durchballern. Dieses Pimmelvieh, ey, geh weg! Geh weg! Okay. Wunderschön. So, zack. Und dann müssen wir jetzt noch in den Schatzraum kommen, oder? Jo. Oh, da kriegen wir unsere Rüstung, Leute. Unsere verbesserte Rüstung. Haben wir so einen Gemstone? Nee, ne? Was macht das?
Boah, weiß ich nicht. 140 Rubine? Lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr zu kaufen. Kostet auch Platz. Ich bleib lieber so, wie ich bin jetzt. Ja, den Schild bräuchte ich noch als Verbesserung. Okay. Let's go, ab in den Bossfight. Wir haben ein blaues Elixier, wir haben Traubensaft, I guess. Und ja, das könnte ich droppen. Brauche ich eh nicht mehr. Ja, droppt sich dann eher automatisch. Okay, let's go. Kann ich eigentlich auch mit dem Ding hier Schaden machen? Nee. Da zählen nur direkte Treffer. Aber wir haben mittlerweile das mächtigste Schwert. Also kann es sein, dass es ein bisschen schneller geht. Shit. Nur ein bisschen aufpassen aufs Leben. Shit. Okay, I use Traubensaft. Ach, kann doch nicht wahr sein, ey. Hallo? Okay, wir haben's. Oh, Gott sei Dank. Was für ein Kackvieh. Manchmal macht er mir gar keine Probleme. In dem ersten Run, wo ich gegen den gekämpft habe, hatte ich wenig Probleme gegen den. Jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Okay. Ich will mindestens noch einen Herzcontainer irgendwo bekommen. Damit ich... Oh Gott, damit ich eine geringe Chance habe. Ich zerlege hier gerade meinen Schreibtisch. Okay. Next round, Leute. Next round. Aber geil. Geil, wie unsere Durchläufe immer besser werden, ne? Das macht halt die Erfahrung. Wird immer besser. Okay, wir gehen direkt hier rein. Kann ich die auch kaputt machen? Kommt her, Leute. Oh, cool. Ein grüner Kingstone, den hätte ich ja vorher gebraucht. So, irgendwo ist noch einer. So, haben wir den auch? Eieieiei. So, zack, weg damit. Oh, auch ein Schlag, nur noch. Das macht Spaß. So macht das doch Spaß. So, treffe ich den auch damit? Nee, okay, den muss ich später holen. Und kann ich das Ding kaputt machen? Nein. Okay. Wir müssen erstmal woanders lang, nämlich hier unten. Du-du-du-du. Shit. Ich habe einen Treffer bekommen. Ich glaube, ich bin in die Starren gerannt, kann das sein? Ah, die sind aber auch nervig, die Viecher. Gottlos nervig. Zack. Zack. Nee. Zack. 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 Jawohl. Okay, 20 Rupees. I like it. Ah, nothing. So. Die machen abnormal Schaden hier. Die Amor-Statuen. Amos, wie heißen die? I don't know. Na klar. Setzt die ganze Welt in Brand, Leute. So. Ah, da gibt's einen Powerstern. Schade, dass man den nicht wieder in den nächsten Raum nehmen kann. Das fände ich irgendwie... Ah, stimmt, die gibt's ja hier auch. Finde ich irgendwie geil. So, 3 Hits. Easy. Okay, da muss ich erst irgendwas runterhebeln. Größere Tasche, wollen wir die mitnehmen? Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Oh, dann nehme ich lieber nochmal die Milch mit. Die Tasche brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Also, boah, na klar. Zumindest aktuell nicht.
So. Na toll. Ja, fabelhaft. Ich hab euch auch so gern. Das nervt die Gegner, ey. Kommst du nochmal rüber oder nicht? Danke. Nee, auch nicht. Oh. Wie viel gibt's so eine Milch-Info? 8 Herzen, nee, lohnt sich noch nicht. Später. Kacke. Eieiei. Okay. 2, 3. 1, 2, 3. Brauche ich nicht diese Pfeile. Na, 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 na. Komplett leerer Raum, okay. Und tschüss. Ne, bringt mir auch nichts. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Trink. Oh. Okay. Scheiße, ist der jetzt aktiv? Ich glaube, es muss so sein, ne? Nee. Okay. Wieder ein Treffer eingesteckt. Ärgerlich. Ich hoffe, der hat jetzt die richtige Farbe. Sonst muss ich den ganzen Weg nochmal latschen. Nee, doch nicht. Oder? Doch. Doch, dem Weg musst du nochmal latschen. Nee, passt doch. Eins, zwei, drei. Okay. Du, 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 du. Sehr schön. Schalter. Alter, jetzt pumpen die mich hier weg. Tschüss, meine Freunde. Tschüss. Okay. Du, 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 du. Leute, wir haben, glaube ich, das Gröbste geschafft. Ich denke nicht, dass wir noch scheitern werden, bis auf dem Weg zu Arganem. Und werden wahrscheinlich mit Full Life reingehen in das Ganze. Die Frage ist, können wir vielleicht noch irgendwo einen Herzcontainer rausholen? Das wäre, glaube ich, ganz geil. Da würde ich mich freuen. Wenn wir irgendwo noch einen Herzcontainer abgreifen können. So, Schlüsseltür. Ach, das war kacke. Aber was soll's denn machen? Okay, da unten können wir sprengen. I guess. Zack. Ah, schön. Komm. Ist das? Okay, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Shit, da krieg ich jetzt auf der letzten Ruhe noch einen Fluch. You have slowly trains itself. Hätte ich den als erstes geöffnet, dann hätte man das Problem nicht gehabt. Okay, meine Herzen reduzieren sich von selbst jetzt. Blöd gelaufen, ne? Na komm. Nehme ich mal mit. Als Mana hätte ich ja mitnehmen können. Egal. Nö. Warte mal, war da gerade Gegner? Ja. Nee, aber ganz langsam. Also es ist wirklich sehr geringfügig, dass sich hier was reduziert bei mir. Ich habe eigentlich eine gute Heilung, deswegen habe ich da jetzt keine großen Sorgen. Guck mal, da ist, bin ich schon wieder voll. Ist halt nur blöd für das Schwert. So ein bisschen. Die gehen auch nur 2 Hits down. Town vor allem. Zack. Zack. Auch 2 Hits. Lecker. Lecker, lecker. So, zack. Tschüss. Aggressiv sind die alle hier. Aggressiv, sage ich euch. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Fluch loswerden, bevor wir zu Arganem gehen. Ich weiß nicht, ob man die Flüche mit zu ihm nehmen kann oder ob er die auch mitnimmt. Das wäre doch geil, oder? Wenn er den Fluch mitnimmt und dann reduziert sich sein eigenes Leben so langsam. Ah! Ja komm, den Schild nehmen wir noch mit. Geil. Schön. Haben wir noch ein bisschen mehr Abwehr.
Ja. Herzcontainer. Schön. Was ist das? Info. Protect you again. Floor Spikes. Ja. Aber habe ich Platz? Ich habe Platz. Nehmen wir mit. Ich denke, viel mehr wird es nicht mehr kommen. Schön. Das hat jetzt nochmal richtig reingesemmelt, glaube ich. Freut mich. Ja, richtig Verteidigung-Upgrades. Also, Schatzkisten werden jetzt halt nochmal geil. Damit wir den Flug wenigstens noch loswerden. Und da bin ich ziemlich zufrieden mit unserer aktuellen, und ich kann jetzt hier rüberlaufen, das ist auch cool. Mit unserem aktuellen Zustand bin ich sehr zufrieden. Guck mal, hier haben wir nochmal ein bisschen Kohle hinterhergeschmissen. Schön. Bisschen Mana, da kann ich hier nochmal den kurz machen. Also den muss ich glaube ich einmal schlagen, oder? So Leute, wir müssen Arganim plätten. Ich versuche gerade mich mental darauf vorzubereiten, wie ich den am besten töte. Keine Schatzkisten. Jetzt kommt der Opa nochmal. Der ist aber leer. Das ist Empty Opa. Empty Onkel. MC Onkel ist das. So. Okay, hier kommt eine Schatzkiste. Dann brauchen wir noch eine. Schon wieder den Tarncape. Mann, den will keiner. Alter. Was ein Bombenhagel hier. Holy moly. So, tschüss. Da kommt gleich nochmal ein Teleporter. Sicherlich. Oh Gott. Bringt das was, wenn ich hier alle Gegner töte? Wäre doch geil, wenn wir jetzt nochmal ein paar Schatzkisten bekommen, oder? Dafür, dass ich hier alle Gegner wegfetze. Kriegen wir aber nicht. Steine schieben bringt auch nichts. Wir haben leider noch gar keine Schatzkiste durch Steine schieben bekommen. Ich habe leider Pech, denke ich. Okay, die sind cool. Langsam geht's auf die Vollen hier bei mir. Langsam wäre noch eine zweite Schatzkiste nett, Leute. Oder mal wieder ein Herzchen. Aber kriege ich nicht. Krieg kein Herzchen. So, das ist der Teleporter. So. Ah, den darf ich auch immer noch nicht bekauen. Gott, ich muss echt aufpassen. Okay. Hier ist ja gar nichts. Schon wieder ein empty Raum, Leute. Was ist da los? So, zack. Auch nix. Traurig. Weiter geht's. Komm, eine Schatzkiste. Ich will nur noch eine Schatzkiste, Leute. Ich werde ja wohl irgendwo noch eine finden. Ist mir auch egal, was drin ist. Hauptsache, ich bin den Flug noch los, wenn ich zu Arganim gehe. Nervensäge. So. Hi. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Oh, ich krieg gerade einen Krampf im Finger. Durch die ganze Zeit spielen hier. So, okay, jetzt hier ein paar Rubine. Etwas, was ich nicht brauche. Rubine. Ja, doch, vielleicht, aber eigentlich nur für Herzcontainer. Was anderes nicht mehr. Ich krieg keine Schatz. Komm bitte, Leute, eine Schatzkiste. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt hier noch irgendwo. Ach, hier war ja nichts. Eine Schatzkiste irgendwie auf die Ketten kriegt. Das wird mich halt voll ärgern, wenn ich jetzt mit dem Flug wirklich in. Reingehe in den Bossfight. Ich weiß halt nicht, ob das geht. Wie gesagt, vielleicht nimmt er uns auch den Flug weg. Fairness halber wenigstens, aber. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Fluch dann wirklich an der Backe haben. Im schlechtesten Fall.
gar nichts jetzt wieder bekommen. Den wegballern. So, komm her. Typi. Okay. Ja, jetzt ist Bossfight, ne? Scheiße. Wir haben kein Glück mehr gehabt. Okay, der ist tot. Ja. Wir haben es geschafft, aber bisschen blöd. Manno, mit Fluch. Hoffen wir mal das Beste, Leute. Hoffen wir mal das Beste. Okay. Wie machen wir das? Man muss eigentlich nur easy ausweichen, aber es ist halt leichter gesagt als getan. So, rein da. Und bitte zieh mir nichts mehr ab. Okay, unser Fluch ist weg. Gott sei Dank. Wenigstens was. Okay. Ja, geil. Ich tue schon wieder nicht hin. Ich bin tot. Mann! Leute, wir scheitern immer an diesem Bossfight. Ich will den einfach mal üben, aber das ist schwer zu üben. Ich müsste da die ganze Zeit dranbleiben. Was sagt ihr denn? Ich muss auf jeden Fall lernen. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Das ist auf jeden Fall klar. Es nervt mich so sehr. Es nervt mich so sehr. Ach Mann, warum kann man denn hier kein Safe State machen? Das wäre echt nützlich. Ja Leute, wir haben es immer noch nicht geschafft. Was sagt ihr denn dazu? Findet ihr das scheiße? Ich finde den Bosskampf irgendwie blöd. Man baut sich hier so sein krasses Equipment aus und darf das gar nicht hier benutzen. Aber ich will das schaffen. Irgendwann schaffen wir es, Leute. Irgendwann machen wir den. Vielleicht im nächsten Run. Solange bis ihr sagt, ihr habt keinen Bock mehr. Solange versuchen wir das. Okay, das war's von mir. Wir haben es mal wieder geschafft. Bis zu Arcanum. Hat ja wieder mal nur fast 2 Stunden gedauert. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und ja, seid wieder gerne beim nächsten Versuch mit dabei. Bei unserem, ja, A Link to the Past Roguelike. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.